Sie trainieren ihr Hinterteil aber ganz stark. Ich bin jetzt schon überfordert. Kommt alle trainieren zu mir. Was? Sie haben eine glanzkleine Verdrehung. Die Ellenbogen... Ja, egal. So, das Grüne ist Marihuana. Wir ziehen das Ding durch. Bei ihm reißt die Hose. Ich weiß nicht, das ist sicher illegal, weil es ist irgendwo im Café im Hinterbereich. Was geht, meine Partypeople, und herzlich willkommen zum besten Kanal auf YouTube. So, wir gehen heute rein in den Gym-Simulator. Das kann nur Weltklasse werden. Ich hätte gesagt, bei 100 Likes auf das Video kommt ein Teil 2. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, erstes Fitnessstudio kaufen. Wir nennen es Truppes Gym. Logo, das ist top. Truppes Gym. Unser erstes Fitnessstudio, Freunde. Grüß Gott, hallo. Da werden wir mal alles entfernen. Weg mit die Papiere. So, wir bauen unser eigenes Fitnessstudio, Freunde. So, Müll, wo muss der Müll hin? Wo schmeiße ich den hin jetzt? Einfach... Achso, da. Wie viel Müll ist denn da drin? Wer verkauft denn ein Haus und lasst Müll da? Mann, wie asozial ist das denn? Fußabdrücke auf dem Boden beseitigen mit dem Wischmob. Kaufe mindestens 2 Ausrüstungen. Ja, was für... Was muss ich denn da jetzt kaufen? Nee, warte mal. Ja, was denn für Ausrüstungen? Shop. Ausrüstungen. Da! Also erstens eine Hantelbank und Kurzhantel nehmen wir, oder? So, dass man spotten kann noch dahinter. Ja, so ist gut. Das machen wir irgendwie daher. So. Ja, da zum Fenster hin. So, dann brauchen wir da mal 2 Umkleidekabinen herinnen. Da eine Umkleide und da eine Umkleide. So machen wir das! Jetzt komm rein zu mir! Komm, komm! Du schaust schon so breit aus, Bruder, dass du trainieren musst. Dein Hemd platzt. Tägliche Zahlung $200? Digga, was ist denn das für ein Luxus-Gym? So, warte, ich geh mal schauen. Machst du das wohl regelkonform, Frank? Ich merke an deinem Gang, du bist Bodybuilder. Die Umkleiden sind echt verkehrt. Der passt da wirklich nicht rein, gell? Doch, der geht da einfach rein. Umkleiden sind so verkehrt. Hey, Frank! Schmeiß doch nicht auf den Boden! So, und jetzt geht trainieren. Komm, Frank. Gib ihm. Ja! Ja! So geht das. Hallo, kommen Sie rein. Das neue Truppe-Gym hat geöffnet. Mister? Bitte betreten Sie mein Gym. Sie werden... rein da, Mister! Mister! Warten Sie! Was? Ich glaube, so kann ich keinen überzeugen. Deodorant? Frank ist schon fertig? Treten Sie näher! Treten Sie ein! Oh, ein Girl! Hä, Frank? Du warst doch gerade... Frank ist motiviert. Hallo? Na? Sie hübsche Dame. Sie trainieren ihr Hinterteil aber ganz stark. 6, 2, 3, 4. Kann ich da auch mit rein, Lilly? Nee. Oh, mächtig! Frank, du bist ein Macker! Was ist das für ein Name? Eugene? Oh, Hand? Was ist mit dem Deodorant da? Was ist das denn? Wer war das? Das war sie, ja, Frank. Frank! So nicht! Wo machen wir Cardio? Andere Seite, oder? Machen wir Laufbänder da, komm. Oh mein Gott, das schaut verrostet aus! Das ist mir gerade ein bisschen peinlich. So, das stellen wir da hin. Oh mein Gott, ich bin verliebt. Oh. Wow, was ist denn da hinten? Was ist das denn? Jürgen, hast du da am Boden ge... War Schweißspritzer? Mein Fitnessstudio ist verschmutzt. Ja, weil überall Schweißabdrücke sind. Mann, ihr überfordert mich alle da. Fitnesscenter ist geschlossen. Wie sieht das denn aus? Digga, ich schmeiß alles weg. Schaut doch schon schön aus, oder? Was ist mit ihm denn? Hallo, Mister, Sie stinken. Was ist mit dem Deodorant da? Ja, das ist doch normal so. Hey, im wirklichen Fitnessstudio lauft dir auch jemand mit einem Deo hinterher und sprüht dich ein, wenn du stinkst. Ja, das Normalste der Welt. So, Fitnessstudio hat geschlossen. Nach Hause ins Bett gehen und schlafen. Nee, wir haben jetzt noch keine Zeit zum Schlafen. So, schön. Ich finde mein Zuhause nicht. Ah, da ist mein Zuhause. Was ist das denn? Ich kann Hunde adoptieren? Bounty. Ja, du bist ein Weiler. Da! Das! Das ist mein Klo! Sieht eh so aus, als hätte er reinpuponiert. Wo ist überhaupt mein Hund? Hello, darkness, my old friend. Wer hat sich da wieder draufgesetzt und hat das kaputt gemacht von euch? Was ist mit dir denn? Hallo? Schau, die stinkt jetzt. Jetzt ist sie sauer, weil sie stinkt, oder was? Was ist mit dem? Raus da, du Schwein! Raus!
Da, noch eine. Du, raus da! Raus da mit dir! Belästig meine Kunden nicht! Wir haben was Neues freigeschalten. Gut, dass ich das mache, während alle... Oh, scheiße. Oh, scheiße. Hühnchen mit Reis! Das gibt's bei mir! Okay, da brauche ich jetzt aber... Oh, scheiße, da ist alles vermüllt. Digga, schau, wie die da alle rein wollen. Der Ansturm ist groß! Komm, wir stellen jetzt einen Reiniger an. Reinig! Super Mikey! Habt ihr allen Hunger? Da, gönn dir! Rein in die Futterluke! Ui, nom, 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 nom. Gut. Hallo? Kommen Sie bitte raus! Digga, der Rock! Das ist der Rock! Wir müssen das alles mal neu platzieren jetzt. Damit es auch Kopf und Fuß hat da. So. Schön. Passt. Oh, das ist aber kehrt. Mann, was ist das denn? Da. Für dich eine Frau. Schau nach oben. Das ist deine Motivation. Frank, lauf um dein Leben. Frank, wir machen Liegestütz gemeinsam. Hallo? Entschuldigen Sie? Sie trainieren durch die Wand. Ja, okay, so dünn wie die Wand. Mann, der hat die ganze Zeit Hunger da. Schau ich aus wie ein Restaurant, oder was? Kollege, Sie sollten damit beide trainieren. Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Hallo, Sie stinken. Sie auch. Und Sie auch. Und wir müssen das Ganze mal ein bisschen farblich machen. Nee, ich muss da alles extra streichen. Achso, die Wand ist schon weiß. Okay. Oh, cool. Habe ich jetzt weiß absolut umsonst gekauft? Bin ein absoluter Idiot. Wow, was ist, wenn wir da so Streifen reinmachen? Grau, blau, weiß. Scheiß drauf, wir lassen das jetzt so, wie es ist. Kurzes Update. Wir haben jetzt einen Mechaniker und einen Putzmann. Frauenkabine sieht jetzt so aus. Männerkabine sieht so aus. Schön. Wir sind Level 4. Wisst ihr, was das heißt? Wir können Duschen platzieren. Was macht der Mechaniker? Hä, was macht der Mechaniker? Repariert der? Digga. Ja, entlassen. Weg mit ihm. Barmitarbeiterin brauchen wir auf jeden Fall. Anstellen. Den stellen wir auch ein. Bounty, du liegst im Weg. Er kommt doch nicht vorbei. Na, der repariert. Ja, der ist gut. Das ist Bob, der Baumeister. Das ist ein Aufpasser. Da stinkt schon wieder jemand. Hey, Kollege, das ist die falsche Umkleide. Hallo. Der wollte spannen gehen. Habt ihr das gesehen? Der hat ihm alle über den Dulz gezogen. Kollege! Sie haben eine glanzkleine Verdrehung in ihren Beinen. So trainiert man da nicht. Wieso trainieren die mit Gewand? Hallo? Er denkt sich gleich so, nee. Scheiß drauf, wir kommen von der Arbeit. Scheiß auf Umziehen. Wir ziehen das Ding durch. Bei ihm reißt die Hose. Kollege, was machst du? Kann ich bitte einen Proteinshake bekommen? Ja, wo gehst du denn hin? Die Bar ist da drüben. Digga, er vermöbelt doch alle! Er schwebt! Vier Duschen. Ich hoffe, die duschen auch alle, wirklich. Sonst stinken die mir da die ganze Bude voll. So! Rein da ins Luxuspult! So, wir haben mittlerweile auch hier Snackautomaten. Let's go! So sieht das aus. Luxus pur. Ja! Schub! Die Ellenbogen... Ja, egal. Läuft, sieht gut aus. Halt das Maul! Haben wir eben direkt auf den Dülz haut. So, zack, drauf und voll auf die Nahne. Der ist die stoned? Die habt ihr gesehen, wie rot die Augen waren von der? Die sind alle stoned. Die sind alle stoned in meinem Fitnessstudio. Digga, deswegen stinken die alle. So, das Grüne ist Marihuana. Die sind alle stoned. So, jetzt gehen wir rüber. Jetzt startet der Kampf gleich. So, jetzt auf im Boxclub. So, jetzt wird gewettet. Wetten Sie auf Fighter Nummer 1? Oder wetten Sie auf Fighter Nummer 2? Mobiltelefon? Ja, okay, let's go. Wetten! Bitte eure Wetten! Ich nehme da alles an. Ich weiß nicht, das ist sicher illegal, weil es ist irgendwo im Café im Hinterbereich. Wer gewinnt, blau oder rot? Jetzt in die Kommentare. Haut euch auf den Dülz. Ja, wuhu. Mehr Energie. Oh, der hat ausgewichen. Oh, bewegt euch mal. Ich komm sonst rein. Ich mach da mit. Und blau hat gewonnen. Das war's mit dem Video, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, bei 100 Likes gibt es einen Part 2. Dann machen wir Sauna-Spa-Bereich, vergrößerndes Fitnessstudio mit einem Pool und so weiter und so fort. Wenn ihr Bock habt, smash den Like-Button. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Bei 10.000 Abonnenten gibt es ein Abonnenten-Special. Vielleicht sogar mit einer Verlosung. Let's go. Nettes Kommentar in die Kommentare schreiben. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao. Ryan.